Moin Leute, und in diesem Video zeige ich euch die Deluxe-Version von GTA 5. Ihr denkt schon nur so, hä, was? Was für eine Deluxe-Version? Kenne ich doch gar nicht. Ja Leute, die Deluxe-Version von GTA 5 ist noch nicht draußen. Und zwar wird diese Deluxe-Version für PS4 Pro und Xbox One X sein, also die 4K-Konsolen. Das bedeutet, die bringen eine so gesehen neue Version von GTA raus, aber irgendwie ist es auch dieselbe Version. Falls ihr jetzt direkt denkt so, was labert der für ein Scheiße, den glaube ich ja gar nicht, geh mal weg. Leute, hört euch einfach mal an, was ich zu sagen habe. Ich habe hier auch ein paar Bilder und ein paar Leak-Informationen und ja, vielleicht denkt ihr nach dem Video ein bisschen anders darüber, aber ich meine, ich bin auch so jemanden, der über Leak-Informationen denkt, so, ach Leute, das ist euer Ernst, kommt doch sowieso nicht, aber hier denke ich vielleicht so, könnte eventuell sein, muss zwar natürlich nicht, aber es könnte wirklich sein, weil es ist relativ logisch. Aber nur gut, ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Aber erstmal machen wir einen kleinen Abstecher zur Historie. Und zwar hat das Rockstar ja schon mal gemacht. Wenn ihr überlegt, GTA 5 kam nur für PS3 und Xbox 360 raus. Obwohl es in diesem Zeitraum, wo GTA 5 rauskam, auch schon kurz die PS4 gab. Beziehungsweise kurz am Rauskommen war. Also die war schon draußen, aber noch relativ sehr neu. Und natürlich hat man sich gefragt, wann kommt denn GTA 5 für PS4 raus? Aber man musste ja echt lange warten. Aber wirklich lange warten. Also ich persönlich habe ja auf der PS3 GTA 5 gespielt. Ich war total happy, war total zufrieden. Aber natürlich hat man sich gefragt, warum nicht GTA 5 für die neuen Konsolen? Jeder andere Hersteller hat für die neuen Konsolen produziert, aber außer Rockstar. Rockstar hat gesagt, nö, wir machen PS3. Warum auch immer. Natürlich dann, ich glaube nach einem Jahr, kam dann GTA für PS4 raus. Und natürlich dachte sich jeder, toll, jetzt sollen wir nochmal 60 bzw. 70 Euro latzen, damit wir das gleiche Spiel nur auf einer neuen Konsole spielen können, ist ja schon irgendwie echt am Arsch. Also ich habe mir früher gesagt, und das war mal nicht ernst, Leute, ich habe früher echt gesagt, nee, ich kaufe das neue nicht. Ich habe ja GTA 5 auf PS3. Das reicht mir. Ich hatte auch keine PS4, deswegen warum sollte ich mir eine neue Version kaufen und dann auch noch eine PS4. Also Leute, ihr seid da echt verrückt. Rockstar weiß natürlich, wie man Cash macht. Und zwar haben sie natürlich dann irgendwann diese, ich sage jetzt mal, DLC-Sperre eingeführt. Das bedeutet, für die Old Gen gab es keine Updates mehr, keine DLCs. Das ist schon irgendwie recht belastend, wenn man genau überlegt. Aber na gut, ich hatte zwar schon vorher auf die PS4 gewechselt, weil ich dann eine zu Weihnachten bekommen habe, aber das ist jetzt mal nebensächlich. Natürlich weiß Rockstar immer noch, wie man richtig Geld macht. Und zwar haben sie natürlich dann irgendwann die PC-Version rausgebracht. Natürlich nicht alles auf einmal, wäre Quatsch, nein, man bringt ja alles nach und nach und nach raus, um richtig Cash zu machen. Hat ja scheinbar funktioniert. Wenn man überlegt, GTA 5 hat sich bis jetzt über 90 Millionen Mal verkauft. 90 Millionen Mal. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ihr könnt euch ja mal selbst einen Taschenrechner ausrechnen, wie viel 90 Millionen mal, sag ich jetzt mal, 60 Euro sind, dann könnt ihr mal überlegen, wie viel Cash Rockstar gemacht hat. Einfach nur mit diesem verdammten Spiel. Jetzt wissen wir, Rockstar macht sowas. Zwar nicht alles auf einmal, wäre Quatsch, aber die bringen nach und nach das gleiche Spiel für verschiedene Plattformen raus. Und es funktioniert ja, die Strategie geht ja eigentlich relativ gut auf. Aber woher wollt ihr denn jetzt wissen, dass jetzt GTA, also so gesehen die Deluxe-Version von GTA, wirklich für die Next-Next-Gen, sag ich jetzt mal, rauskommt? Man muss sich jetzt mal so vorstellen, PS4 Pro ist jetzt auch schon eine relativ lange Zeit draußen und Xbox One X ist jetzt auch schon bestimmt ein halbes Jahr schon draußen. Aber wie kommt man denn jetzt auf die Idee, dass GTA, so gesehen die Deluxe-Version, für PS4 Pro und Xbox One X rauskommt? Man muss es sich mal so überlegen, Rockstar will natürlich immer noch Geld verdienen. Bisher haben sie es ja so gemacht, dass die DLCs einfach komplett überteuert waren und sich das eigentlich niemand mehr leisten kann. Außer die, die halt Money Glitches machen, aber für die Leute, die halt wirklich ehrlich spielen, die haben einfach komplett verloren. Also ich meine, die DLCs sind ja schon echt hammergeil. Also ich spiele sie echt gerne, aber die sind einfach extrem teuer. Und würde ich keine Money Glitches machen, dann wäre ich auch schon längst weg vom Fenster und könnte mir nichts mehr leisten. Und das macht natürlich dann auch wiederum keinen Spaß ins Spiel, wenn man sich nichts leisten kann. Zwar natürlich, weil man ein bisschen sparen muss und sowas, habe ich nichts dagegen. Ich kenne die Zeit, hatte auch mal eine Zeit, wo ich echt kein Geld hatte. Aber wenn man sich einfach wirklich auf Dauer nichts leisten kann, macht das einfach echt keinen Spaß. Da die meisten jetzt, das heißt die meisten, aber da jetzt viele auf die PS4 Pro oder Xbox One X umgestiegen sind und natürlich jetzt die ganzen Spiele spielen, die eine bessere Grafik haben und sagen zu GTA,
Ja, ist zwar ein Weltklasse-Spiel, aber ich spiele es lieber ein Spiel, was der Grafik entspricht, von einer neuen Plattform. Aber wie gesagt, Leute, das sind alle Spekulationen. Aber jetzt kommen wir auch endlich mal zum Beweis meiner Spekulation, denn wer hat es denn überhaupt verraten? Ganz einfach, Leute, Amazon. Ja, Leute, Amazon hat es mal wieder verraten. Und das ist auch nicht das erste Mal. Wenn ihr mal überlegt, die GTA San Andreas-Version für die Xbox 360 kam auch verfrüht in Shop von Amazon. Und genau das gleiche ist jetzt so gesehen mit der Deluxe-Version von GTA für PS4 Pro passiert, beziehungsweise Xbox One X. Ihr habt auch ein Beweisbild. Natürlich, das kann alles gefaked sein. Oder ein Amazon-Mitarbeiter dachte sich einfach mal, komm, troll ich mal die Gaming-Welt, stell das mal rein und tu es einfach mal am selben Tag wieder raus. Ja, man kann es nicht wissen, Leute. Man kann ja nur die Person fragen, die es zu früh reingestellt hat, was sie damit vorgehabt hat. Es kann ja aus Versehen sein, meine Güte, es sind ja auch nur Menschen, aber es kann halt sein, dass wirklich diese Deluxe-Version rauskommt. Und lustigerweise haben wir natürlich auch noch dazu das Release-Datum dazu bekommen. Also ohne Witz, Leute, wir wissen sogar schon rein theoretisch, wann es rauskommt. Also wenn wir es jetzt mal genau überlegen, kommt es am 23. März, soll es erscheinen. Laut Amazon, wenn man es auf dem Bild mal sieht, ne, da unten steht ja, wann es veröffentlicht wird. Und das Ganze soll ja sogar knappe 70 Euro kosten. Also, boah, 70 Euro ist schon echt heftig, Leute. Natürlich haben sie diese Premium Edition, Deluxe Edition natürlich wieder aus dem Katalog gelöscht. Das ist natürlich logisch. Aber wir müssen jetzt nochmal genau überlegen, was ist der Anreiz, dass wir das kaufen sollen, denn Rockstar muss ja einen Grund liefern, dass wir das kaufen wollen. Nähere Informationen zu dieser Edition gibt es natürlich nicht, weil wir das Spiel natürlich nicht anzocken können oder irgendwelche wirklichen Bilder von diesem Spiel haben oder sonst irgendwas. Aber Fans vermuten jetzt einfach mal, oder ich vermute jetzt einfach mal, natürlich eine verbesserte Grafik. Also wenn es schon eine PS4 Pro ist, dann muss es natürlich auch 4K oder annähernd 4K sein. Aber natürlich auch noch so Ingame-Extras, so wie für GTA Online zum Beispiel mehr Geld oder mehr Waffen oder mehr Autos. Aber auch so gut, Leute, jetzt haltet euch fest, es könnte ja auch ein Singleplayer-DLC in diesem neuen GTA 5 geben. Ein Singleplayer-DLC gab es bis heute noch nie. Und wirklich noch nie, obwohl sich das die Gaming-Welt eigentlich wünscht. Aber das gab es noch nicht. Deswegen könnte es ja eigentlich gut sein, dass diese Premium Edition einen Singleplayer-DLC hat, also Singleplayer-Erweiterung. Ja, ich bin hin und her gerissen, Leute. Ich bin mal ehrlich, ne? Andererseits möchte ich es gerne glauben, aber andererseits schüttle ich einfach nur den Kopf, weil ich mir denke, so, Leute, ist das jetzt euer Ernst? So, ich meine, diese Energie, die sie reinstecken, in dieses Spiel jetzt so gesehen auf 4K hochzupushen, können sie auch einfach reinstecken in das GTA 9 Teil, also GTA 6. Ich meine, die ganze Welt wartet inzwischen drauf, dass GTA 6 irgendwann mal rauskommt, aber es kann auch lange dauern. Ich meine, jetzt, die verschwenden ja ihre Energie, was heißt verschwinden, aber sie nutzen ihre Energie für GTA 5, um scheinbar eine neue Premium Edition rauszuholen und einmal natürlich für Red Dead Redemption 2, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich meine, die wollten dieses Spiel eigentlich schon im Frühjahr rausbringen, aber sie bringen es jetzt doch erst im Oktober raus, also die haben auf jeden Fall da irgendwie noch recht viel zu schaffen. Obwohl es eigentlich, ja, bei den Bildern eigentlich recht vielversprechend aussieht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Natürlich, die Leute, die jetzt gerade auf PC spielen, sagen sich, warum soll ich mir das kaufen? Ich kann an meinem PC sowieso die Grafik so hochstellen, dass es besser ist als 4K. Ist zwar kaum möglich, wahrscheinlich nicht mal möglich, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann die Grafik echt krass hochschrauben in GTA auf dem PC. Ich habe ja GTA selbst auch auf dem PC, traurigerweise. Also sie haben echt gut mit mir Geld verdient. Für mich wäre es auf jeden Fall kein Grund, jetzt irgendwie GTA 5 für PS4 Pro zu holen und mir dann auch noch eine PS4 Pro zu holen. Also ganz im Ernst, nee, Leute. Aber was sind denn die Folgen, wenn jetzt die PS4 Pro Leute, die so gesehen die Deluxe-Version von GTA reinschmeißen? Ich meine, da haben sie bestimmt neue Fahrzeuge, neue Sachen, bessere Grafiken, was weiß ich. Bedeutet das, die trennen so gesehen die Spielerplattform PS4 und PS4 Pro? Denn die Leute, die normal auf der PS4 spielen, haben ja nicht diese Fahrzeuge. Außer die machen das natürlich, dass das Fahrzeug auch im Code von einer normalen PS4 drin ist, also dass wir es nicht haben können. Aber wenn ihr es mal genau überlegt, Leute, wenn irgendwas rumfährt, was im Spiel eigentlich nicht existiert, schmiert das Spiel normalerweise ab. Das bedeutet, die müssten ja logischerweise das Spiel irgendwie trennen. Also PS4 und PS4 Pro müssen die trennen. Genauso gut wie Xbox One und Xbox One X, wenn man sich das jetzt mal genau überlegt. Das, Leute, fände schon richtig, richtig mies.
Aber das ist jetzt einfach nur eine Überlegung von mir. Muss nicht so kommen, aber kann so kommen. Aber na gut, Leute, das wären jetzt alle Informationen, die ich euch jetzt weitergeben konnte. Und jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr von diesem Thema? Sagt ihr, ey cool, neue GTA 5 Version mit besserer Grafik, ja, möchte ich unbedingt. Oder sagt ihr eher, boah nee, was ist das für eine Scheiße, die wollen eh nur wieder Cash verdienen oder Ende, wollen uns abzocken. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt es in die Kommentare mit Hashtag GTA 5 und ich werde es natürlich alles mal durchlesen. Und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat zum GTA eventuell Premium Teil, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die nichts mehr an GTA 5 verpassen wollen, könnt ihr natürlich auch einen kostenlosen Abo da lassen, damit sie wirklich nichts mehr verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.